Servus Leute, da bin ich wieder. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Im letzten Tutorial haben wir uns angeschaut, wie wir an coole Designs kommen, so wie es die Gamer verwenden. Ich gehe jetzt davon aus, ihr habt euch jetzt so ein Design besorgt. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das Ganze in OBS Studio einbinden. Los geht's! Okay, wie kriege ich jetzt diese ganzen coolen Grafiken, Layouts? Stewardessinnenkongress, Massenbesuchsbeschluss und Mozi Mabuse setzen 6. Themes, Animationen und so weiter hier rein. Ich habe mal eine neue Szene erstellt, Tutorial jetzt extra für hier, dass wir es einfach mal von vornherein durchgehen können. Von der Webcam, das ist natürlich durchsichtig, das heißt, alles, was ihr dahinter legt, ist dann sichtbar. Also kommen die Kamera-Sachen darunter. Obendrauf auf das ganze Basis-Layout kommen dann die ganzen Animationen, die Overlays, also Chat, neue Follower, das, was ihr eben gesehen habt, das kommt hier oben drauf. Und für diese drei Ebenen habe ich mir halt jeweils eine extra Szene erstellt, weil der Vorteil ist, ihr bastelt euch jetzt zum Beispiel ein Basic-Layout, aber ihr sagt dann zum Beispiel, oh ja, aber ich hätte gerne noch einen zweiten Bildschirm, da will ich die Kameraperspektive ein bisschen verändern. Aber der Hintergrund und so weiter, das soll alles gleich bleiben. Und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, hier in eurer neuen Szene zu sagen, naja, importier mir doch bitte eine ganze Szene. Also ihr könnt dann zum Beispiel euer Grundlayout, Chat und alles, was ihr so habt, das würdet ihr einfach wieder da drüber packen. Ja? Und müsstet nicht eben jedes einzelne nochmal extra hinzufügen. Hat mir, ich habe es am Anfang nicht gewusst, ich habe das anders da aufgebaut. Ich gebe euch absolut den Tipp, das genauso zu machen, weil ich habe es nochmal geändert und muss sagen, das war jetzt einfach ein Hochgenuss an der Stelle, einfach nur eine Szene drauf zu klatschen. Wow! Vorteil ist auch, wenn ihr zum Beispiel jetzt hingeht und an dieser Basisszene hier was verändert, dann ändern sich auf euren ganzen Szenen, wo das hinterlegt ist, verändert sich das im gleichen Maße. Also von daher richtig coole Geschichte. Ihr ändert hier in diesem Grundbasis-Szenen-Ordner was und überall, wo ihr es integriert habt, ändert sich es mit. Super Sache und glaubt's mir, spart euch unfassbar viel Arbeit. Okay. Und jetzt gehen wir auf hier hinzufügen. So. Und wollen wir so ein Grundlayout haben, also Background und diese Kamera-Webcam-Geschichten, die animiert sind. Ne? Wir haben ja extra viel Geld dafür ausgegeben, dass wir so geile Animationen haben. Und da klicken wir hier auf Medienquelle. Die Medienquelle benennt ihr zum Beispiel jetzt Tutorial Background, nenne ich die jetzt mal. Na. Zu dicke Waschfinger an der Stelle. Das ist Teewurst. Das ist Leberwurst. Das ist Salami. Das ist Schinkenwurst. Das ist Erdbeerkäse. Sagt okay. Und hier eben lokale Datei. Jawohl. Da wollen wir hin. Und ich navigiere jetzt nochmal hin. Da ist schon geöffnet gewesen. Aber wir finden das hier jetzt bei Twitch. Hier, das ist genau dieser Ordner, den ihr runterladen könnt dann, wenn ihr bezahlt habt. Und hier sind diese Files. Und hier gehe ich quasi auf Talking Banner. Und bei diesem Talking Banner sage ich jetzt zum Beispiel einfach mal, ich nehme mal den Greenscreen hier, wähle den aus und sage, es sind immer Videodateien, die gehen so, keine Ahnung, 20 Sekunden. Und so, dass die Animation nicht aufhört, sondern ewig dauert, muss ich hier ganz wichtig den Haken setzen bei Endlosschleife. Ja? Dann sage ich okay und zack. Ist das geil? Boah, Alter, geil, ey. Unnormal, ey. Mega, ey. So easy ist das. Hier oben wäre jetzt sozusagen, die Gamer machen das ja immer mit Greenscreen oder sowas. Ich will euch das jetzt mal zeigen, dass ihr, wenn ihr sagt, oh, das wollte ich jetzt gar nicht, ich will da oben lieber so ein Bildschirm, da habe ich doch was gesehen in dem Paket. Einfach Doppelklick hierauf, einfach sagen, durchsuchen. Jetzt nehme ich mir mal einen anderen. Nehme ich mal zum Beispiel hier mit der Webcam. Sage ich Open, okay, das bleibt alles. Ich sage okay und schon ändert sich's. Was wichtig ist, im Moment können wir es ja auch noch bewegen, aber im Fall unseres Backgrounds soll es ja nicht sein. Das heißt, wichtig, hier einfach das Schloss anklicken, weil jetzt können wir das nicht mehr bewegen.
wird immer wichtiger, je mehr ihr drüber legt, ja, oder drunter legt, dass ihr eben nicht aus Versehen das hin und her schiebt, ist mir am Anfang sehr häufig passiert. Das ist einfach nur nervig. Das braucht ihr euch an der Stelle gar nicht aufhalsen. Das sollt euch nicht kümmern. Beschäftigt euch nicht mit so einem Scheiß, der einem nur aggressiv macht, sage ich euch. Auf jeden Fall. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Als nächstes möchte ich euch noch die Screens zeigen, eben für Start. Hier gehen wir auf Plus, sagen wieder Medienquelle. Ich lasse es jetzt mal, das müsst ihr halt dann benennen, wie ihr das für richtig haltet. Tipps habe ich euch ja schon gesagt. Wir sagen durchsuchen, gehen hier wieder auf die Files, hier bei den Animated Intermission Banner. Und da seht ihr das quasi, ihr habt hier Ending Blank, Ending und so weiter, immer Blank. Wir schauen uns jetzt mal die zwei verschiedenen Versionen an. Wir nehmen jetzt mal Starting und Blank. Sagen auch hier wieder, wichtig, die Endlosschleife, ja, nicht vergessen. Cool. Jetzt holen wir uns nochmal die andere Geschichte dazu, dass ihr seht, was ist denn da überhaupt der Unterschied. Wir kommen eh wieder hier rein. Wir hatten jetzt Blank. Jetzt nehmen wir mal Starting. Sagen Open, Endlosschleife. Okay. Und hier habt ihr noch die Möglichkeit, eben diese animierten Social-Media-Sachen. Bei mir kam das jetzt nicht in Frage, weil ich zum Beispiel jetzt auch gar kein Twitter habe. Da wäre es jetzt ein bisschen komplizierter, das zu bearbeiten. Ich habe das einfach mal weggelassen. Ich kann euch ja mal meinen zeigen schnell. So sieht es bei mir aus. Hier, wo das Let's Go steht, da kommt ein Timer. Das schauen wir uns genau im nächsten Tutorial an. Da kommen die ganzen Overlays, also Chat, New Follower und so weiter. Das gehen wir da durch. Und auch, wie ich hier so einen Timer hinzufüge, bevor mein Chat losgeht. Da habe ich einfach rauskopiert aus den Grafiken, eben dieses Follow Me, habe das ein bisschen selbst gestaltet in Photoshop, mein Logo noch, will ich euch auch empfehlen, ne? Wiedererkennungswert einfach hier schaffen. Kommen wir jetzt zum Übergang, also wie schafft ihr das, dass der Übergang nicht mehr normal überblenden ist? Ihr geht hier auf, bei Szenenübergängen ist ja meistens bei euch, sollte es so sein, überblenden eingestellt, so war es jedenfalls bei mir. Und hier geht ihr dann auf das Plus und sagt eben Stinger. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so, Stinger 2. Und jetzt müsst ihr eben nach der Datei suchen. Und die ist auch in euren Files. Also hier wieder rein, Files, und da ist es Animated Transition. So. Und da wählt ihr diese aus. Jetzt ist es noch so, diese Transitions dauern, diese längeren animierten, sind meistens so bei 3 Sekunden. Das heißt also 3000 Millisekunden. Das heißt, der Übergangspunkt wäre hier bei 1500 Millisekunden. Da weiß dann OBS, okay, ab hier blende ich ein. Da ist der Übergangspunkt. Das heißt, ich schieße die nächste Szene dran und überblende weich. Wenn ihr den jetzt nicht setzt, dann wird es gleich am Anfang und dann wäre es ein bisschen unsauber. Das heißt, hier ist einfach der Mittelpunkt gefragt. Ihr müsst einfach schauen, wie lang eure Transition ist. Ja? Und dann eben genau die Mitte davon nehmen. Und jetzt ist der Stinger 2 gesetzt, das heißt, wenn wir hier hin und her schalten, dann ist standardmäßig eben diese Stinger Transition gesetzt. Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht, ja, das ist ja alles cool und schön, aber wenn ich jetzt am Streamen bin oder so, dann kann es doch auch mal sein, dass ich vielleicht von einem zum anderen Bildschirm dann während ich auflege oder sowas, das soll jetzt nicht dauern, so die fette Animation abgefeuert werden. So zumindest war es bei mir. Ich habe gesagt, okay, vom Start zum ersten Screen will ich diesen animierten Übergang haben. Wenn ich dann auflege, dann reicht mir eigentlich ein Überblenden zwischen den verschiedenen Szenen. Aber wenn ich zum Beispiel eine Pause mache, dann möchte ich wieder diese Transition haben. Mhm. Dann, wenn ich zurückgehe, dann soll das natürlich nicht animiert sein in meinen DJ-Sets. Aber wenn ich dann wieder zum Ende gehe, dann soll es doch bitte wieder so eine Transition sein. Ha. Habe ich erstmal gedacht, ist das überhaupt möglich? Aber es geht. Es ist auch gar nicht so schwer. Gehen wir also nochmal von Anfang an zur Startfolie. Hier rufen wir auf. Und wenn ihr einen Rechtsklick macht da drauf, könnt ihr nämlich Übergangsbeschreibung gehen. Bei mir ist jetzt zwar keine, aber wenn man es einmal ausgewählt hat, merkt das sich das. Ja? Ihr würdet hier quasi auswählen Stinger. Oder halt, je nachdem, wie ihr das beschrieben habt. Ich lasse es einfach bei Stinger, weil mir klar ist, ich habe nur einen Übergang. Also ist bei mir Stinger genau dieser Übergang. Okay, würdet ihr hier auswählen. Können wir jetzt auch einfach mal machen. Und dann würdet ihr sagen, ja, okay, bei Mixing Game nach Start, jetzt die Animation.
Richtig? Ihr würdet hier hingehen und sagen, jetzt bei mir wieder keine, aber ihr würdet jetzt beim ersten Mal auswählen Stinger. So, dann sagt ihr aber neue Szene. Ihr kopiert die quasi. Das geht auch ganz einfach, indem ihr einfach hier sagt, Rechtsklick und duplizieren. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe die dann benannt 1, Mixing Game, Overhead Cam Main. Da weiß ich, Achtung, von da nach da will ich dann gehen. Und hier, wie wir sehen, ändert sich eben nichts. Also es war gar keine Animation. Und zwar habe ich auch hier Übergangsbeschreibung. Ich habe ein Überblenden, aber das sieht man im Endeffekt nicht, weil es genau die gleiche Folie ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zum nächsten gehe, das wäre mit meiner nächsten Kameraeinstellung, eine andere Sicht, dann soll das auch überblenden. Macht's jetzt. Rechtsklick, Übergang, Überblenden gewählt. Wunderbar. Wenn ich jetzt nämlich wieder zurückgehe zu dieser Einstellung, seht ihr, überblendet es wieder. Das heißt, ich switche jetzt immer zwischen den beiden hin und her, die überblenden. Wenn ich jetzt nur eins hätte davon, jetzt kommt nämlich die Erklärung, zurückgehen würde zum Mixing Game, so wie ich nur eine Szene angelegt habe, dann käme wieder diese Transition. So, und deswegen ist es wichtig, hier nochmal eine separate anzulegen, weil dadurch fällt die Transition weg. Alles klar? Zum Abschluss will ich euch einfach nochmal einen Einblick geben, was ihr alles bekommt für euer Geld, indem wir einfach uns mal die einzelnen Ordner anschauen. Hier seht ihr also diese Alert-Sounds, die ihr da habt. Die waren mir jetzt ein bisschen zu aufdringlich, aber könnt ihr ja selbst entscheiden dann. Diese Animated Alerts, ihr könnt die auch immer euch im Browser öffnen und mal anschauen. Also das ist letztendlich, wenn ihr neue Follower habt, dann poppt es so auf. Das ist sehr, sehr cool. Diese Intermission-Banners, die habt ihr ja gesehen, ne? Start, Pause und so weiter. Nochmal diese Overlays, was wir unten hatten im Screen, gibt es die. Dann dieses Grundlayout bekommt ihr dazu, diese Transition bekommt ihr dazu und auch nochmal diese Webcam-Ausschnitte bekommt ihr nochmal einzeln animiert. Also sehr cool. Ihr könnt ein eigenes Design basteln quasi hinten. Ihr seid ja sehr, sehr flexibel, was die ganze Sache angeht. Und hier seht ihr auch überall, es gibt einmal die PNG-Dateien. Die bleiben natürlich so, die sind schon fertig gelayoutet. Also ich mache mal hier so ein About Me auf. So sieht es aus, das ist komplett fertig. Aber ihr könnt natürlich auch hier, kriegt ihr die Photoshop-Datei immer dazu geliefert. Das heißt, die Panels sind hier drin und dann könnt ihr die auch nochmal nach euren Wünschen bearbeiten. So habe ich es zum Beispiel jetzt auch hier gemacht. Genau, also hier seht ihr zum Beispiel, das habe ich jetzt selbst bearbeitet in der Photoshop-Datei. Das heißt, ich kann hier noch ein Logo hinzufügen. Da habe ich jetzt verschiedene Varianten mal gemacht oder so. Aber ihr seht schon, es ist alles, ihr könnt alles bearbeiten da drin. Farben und so weiter, die Masken. Also gar kein Problem, könnt ihr frei Schnauze gestalten. Richtig geil. Im Endeffekt ist es so, ihr kauft euch das Paket. Ich finde es auch gut, es gibt ja auch die Möglichkeit, innerhalb von diesen Streaming-Anbietern auch Themes auszuwählen. Ich bin mehr so der Freund schon immer gewesen, lieber kaufe ich mir einmal was jetzt für 20 Euro oder so und dann gehört es mir. Ja, das ist dann einfach, ich bin da nicht gebunden oder so an Laufzeiten oder so, sondern ich habe das einfach, das ist dann meins, ich kann das integrieren, wie ich will, ich kann das ändern, wie ich will, dran rumschrauben an den Photoshop-Dateien. Hat einen riesen Vorteil, vor allem auch, weil ihr die Photoshop-Dateien ja dazu geliefert bekommt und dadurch natürlich auch in eurem ganzen Layout, Optik, egal was ihr sonst noch macht, zum Beispiel auch Instagram-Story oder so, sieht halt alles wie aus einem Guss aus. Und ich finde es extrem wichtig, Leute, achtet darauf, das Thema ist wiedererkennungswert. Ihr habt bestimmt auch bei dem Theme gedacht, bei mir, Mensch, das passt aber wirklich zum Cupcake, Mann, das sind so die Farben, die er sonst so hat. Und darum geht's, ja, dass das ein bisschen anders sieht es aus. Halt natürlich Gaming-Style, ein bisschen anders zu meinem YouTube-Channel, aber man erkennt es einfach noch von den Farbwerten. Und darauf ist auf jeden Fall zu achten, sehr wichtig. Und mit so einem Paket bekommt ihr da überhaupt keine Probleme, habt alle Freiheiten und es ist alles drin. Also ich empfehle euch, zumindest dieses mittelpreisige euch anzuschaffen, wenn ihr die Kohle habt und der Code auch noch gültig sein soll, würde ich sogar euch empfehlen, den nächsten Schritt dazu wagen und euch so ein hochpreisiges zu holen. Investiert da einmal und euer Stream sieht wenigstens professionell aus. Okay Leute, das war's für heute. Wir haben uns angeschaut, wie wir die coolen Designs in OBS Studio einbinden. Was fehlt jetzt noch? Natürlich die Kameraeinstellung.
Im nächsten Tutorial zeige ich euch, welches Equipment ich verwende und wie ich das Ganze in OBS Studio und in die Designs einbinde. Also bis zum nächsten Tutorial. Bis dahin, macht's gut, euer Cutcake. Ciao.